Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um gemischte Zahl und unechter Bruch. Drei Pizzen habe ich euch mitgebracht und ich habe gesagt, ich esse drei Viertel Pizzen. Ja, Plural von Pizza ist hoffentlich Pizzen. Also, drei Stück habe ich, drei ganze Pizzen und drei Viertel mag ich aber bloß essen, weil ich habe mich natürlich übernommen bei der Bestellung. Drei Viertel ist ein sogenannter echter Bruch. Was wir heute dann rausfinden, ist die gemischte Zahl oder der unechte Bruch. Wie ich diese Aufgabe löse, werde ich euch jetzt zeigen. Also, um erstmal herauszufinden, was drei Viertel sind, muss ich natürlich erstmal die ganzen in Viertel unterteilen. Das heißt, ich habe die hier einfach in gleich große Stücke unterteilt und jetzt kann ich auch leicht markieren, was drei Viertel sind. Nämlich dieser rot markierte Bereich. Das sind drei Viertel. Was bleibt übrig? Der blau markierte Bereich. Also, das sind jetzt aber nicht mehr eben ein Bruch, sondern das sind jetzt eben Ganze mit dabei. Und genauso können wir es schreiben. Das ist ein Ganzes, das ist ein Ganzes und das ist ein Viertel. Also sind das zwei Ganze, ein Viertel. Wir hätten das aber auch noch anders schreiben können. Wir hätten ja sagen können, das ist ein Viertel, ein Ganzes sind vier Viertel und nochmal ein Ganzes sind nochmal vier Viertel. Also sind es doch genau genommen zusammen neun Viertel. Und dahinter verbergen sich schon die Begriffe, die wir heute kennenlernen wollten. Einmal die gemischte Zahl, die besteht nämlich aus einer natürlichen Zahl und einer Bruchzahl. Also zwei Ganze, ein Viertel, stellt genau das dar, was hier blau markiert ist. Oder wir hätten es schreiben können als 9 Viertel und dahinter verbirgt sich der unechte Bruch. Das heißt, der Zähler ist größer als der Nenner. Oder wir könnten es uns anders merken, es ist halt mehr als ein Ganzes. Ein echter Bruch waren zum Beispiel 3 Viertel, 2 Viertel, also etwas, was kleiner ist als ein Ganzes. Wie rechne ich das Ganze um? Ich habe euch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Jetzt sind es ja hier 2 Ganze, 3 Siebtel. Insgesamt sind es 7. Man muss übrigens aufpassen, dass eben alle gleich unterteilt sind. Also hier Siebtel und hier Siebtel. Genauso wie ich hier oben hier überall Viertel gehabt habe. Es sind 2 Ganze, 3 Siebtel. Jetzt könnte ich natürlich zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siebtel plus 7 Siebtel sind 14 Siebtel und nochmal 3 Siebtel dazu sind 17 Siebtel. Oder ich kann eine Rechnung machen. Nämlich folgende. 2 mal 7 plus 3 im Zähler und Siebtel bleiben es. Das war es ja auch hier oben. Hier oben ist aus Viertel ja Viertel geworden. Klar, ich habe 2 Ganze, 1 Viertel, sind 9 Viertel. 2 Ganze, 3 Siebtel sind bleiben Siebtel. Aber weil ich eben 2 Ganze hatte, muss ich 2 mal 7 rechnen. 2 mal den Nenner plus den Zähler. Auch so komme ich auf meine 17 Siebtel. Also nochmal, ich kann das entweder durch, ich weiß, dass es hier 2 Ganze sind, also 2 mal 7 Siebtel sind 14 Siebtel plus 3 Siebtel. Oder aber ich merke mal 2 mal den Nenner plus den Zähler. Was haben wir also heute gelernt? Wir wissen, was eine gemischte Zahl ist, nämlich die Mischung aus einer natürlichen Zahl und einer Bruchzahl. Kommt genau dann vor, wenn etwas größer ist als ein echter Bruch, ja, größer ist als ein Ganzes. Ein unechter Bruch ist es, wenn man das Ganze dann trotzdem auf einen Bruchstrich bringt. Dann ist aber der Zähler größer als der Nenner. Echter Bruch, den haben wir schon kannt. 3 Viertel, 2 Viertel, 1 Achtel, 7 Achtel. 2 Ganze, 3 Viertel, 2 Ganze, 4 Viertel oder sonst irgendwas. Das nennt man eine gemischte Zahl. Unechter Bruch ist es, wenn der Zähler größer ist als der Nenner. Und umrechnen könnt ihr es jetzt auch. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!